Er ist wieder da. Entspannt und gut gelaunt eröffnet Boris Palmer das Tübinger Sommerfest. Ein paar kräftige Schläge und das Bier sprudelt. Drumherum ausgelassene Volksfeststimmung. Der Oberbürgermeister bei seiner ersten Amtshandlung nach einem Monat Auszeit. Unter den Festbesuchern auch neugierige Blicke. Hat sich ihr UB verändert? Was die Auszeit bewirkt hat, wird sich zeigen. Aber Palmer ist froh, wieder aktiv zu sein. Die Menschen haben mich sehr warm aufgenommen. Ich habe mich gefreut, wieder da zu sein. Und gerade bei diesem Sommerfest, wo die Leute so viel Arbeit reinstecken, ist es toll, dabei sein zu dürfen. Im Gemeinderat war Palmers Platz gestern noch leer. Es war die einzige Sitzung ohne das Stadtoberhaupt. Stellvertreter Kurt Zölke hat so lange die Führung übernommen. Wir leben ja auch davon, dass wir zu dritt auch eine intensive Diskussionskultur pflegen. Und das ist natürlich immer so, dass wenn einer von uns dreien dann fehlt halt eben auch eine ganz wichtige Stimme und eben die des Oberbürgermeisters. Das heißt, es ist auch gut, dass er wieder zurückkommt. In den Fraktionen herrscht jetzt neue Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister. So wie ich ihn kennengelernt habe, ist er ein Mensch, der diese Gelegenheit der 4 Wochen Auszeit auch genutzt hat. Ich hoffe, dass er auch mal andere Meinungen stehen lässt, ohne sie zu verbessern. Palmers Neustart auch auf Facebook. Ab sofort dürfen nur noch seine Freunde die Beiträge kommentieren, um Konflikte zu vermeiden. So reagieren die Tübinger. Ich hoffe, dass er sich mehr wieder auf seine doch sehr erfolgreiche Arbeit konzentriert. Ich halte die Auszeit eher für einen PR-Move und finde, er hätte einfach zurücktreten sollen. Also Auszeit nehmen kann ich mir auch, aber wenn ich dann den gleichen Blödsinn wie vorher mache, bringt dann das irgendwie auch nicht weiter. Eigentlich ist ein Guter. Ob eben seine Auszeit genutzt hat, das soll man künftig, so Palmer, an der Arbeit im Tübinger Rathaus ablesen können. Doch heute kann er erstmal die Feierstimmung genießen mit den Tübigern auf ihrem Sommerfest.